Pinguin Paul will's wissen war der Titel des diesjährigen Musicals, das von den Klassen der Volksschule Graubart zum Jahresabschluss vorgetragen wurde. 1, 2, 3, 4, Paul, 6, 7. Aufregung in der Pinguinschule. Es war doch schon immer so, wer zuerst schlüpfte, war 1, der nächste 2 und so weiter. Wer braucht denn einen Namen? Paul braucht einen Namen. Er möchte mehr sein als die Nummer 5. Und er träumt von bunten Farben, von einer Welt, die nicht nur aus Weiß, Schwarz und Grau besteht. Welchen Stellenwert hat die Schule hier in Graubart? Der Stellenwert unserer Volksschule ist natürlich ganz, ganz hoch. Gleich hoch möchte ich gleich den Kindergarten nennen, weil das ist bei uns ganz, ganz wichtig, dass wir die Volksschule und auch den Kindergarten da in Graubart auch halten können. Und das ist ganz, ganz wichtig für mich. Nach der Vorstellung hat der Elternverein zu Brötchen und Getränken geladen. Das Abschlussmusical ist Geschichte. Wie war die Vorbereitung? Schwierig. Heuer besonders schwierig aufgrund der vielen Feiertage. Die Zeit ist uns abgegangen und es hat sich leider der Krankheitsteufel eingeschlichen. Wir haben von der Lungenentzündung bis zu den Schafblattern alles gehabt und haben deswegen nie gemeinsam proben können. Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist uns am Montag eine Hauptrolle ausgefallen, wo ich gesagt habe, was tun wir jetzt? Wenn jetzt noch ein Scharlach- oder Schafblatternfall dazukommt, dann können wir das Ganze absagen. Was bedeutet für die Kinder so ein musikalischer Unterricht? Die Kinder kommen zu Schulbeginn in die Schule und fragen schon, was spielen wir heuer? Und da erledigt sich dann die Anmeldung, wie viel gehen zum Chor, wie viel gehen zum Schulspiel. Meistens gehen sie überall hin, weil es wollen ja schlussendlich zum Schluss alle auf der Bühne stehen.